So, es geht heute weiter mit dem großen Preis von Österreich mit dem freien Training, Quatsch, mit dem freien Training, mit dem Ich würde sowas in der Art empfehlen. Quid entwickeln. So, mit dem ja, Qualifying natürlich. So, jetzt haben wir's. Mein Gott. Auf geht's. So. Na dann, auf geht's. Engine fired, we're set. Haben wir denn da jetzt vor uns hängen? Albern. So, bevor ich mir jetzt irgendwie ein Auto vor mir habe, was mich dann jetzt ein bisschen nervt, überhole ich den jetzt an. Okay, das ist meine eigene Schuld. Diesmal nehme ich die Schulter auch ein bisschen auf mich, aber das ist klar mein Ziel gewesen. Ja, das war mir klar, dass der Dominator vorbei läuft. Mach doch mal Platz, ey. Im Zweifel schießt du mich dann noch weg, ja. Weißt du, du fährst normal auf die Strecke zurück und der dreht sich dann weg, oder was? Boah, ich hoffe, ich das hasse, wenn ihr. So, dann versuchen wir es halt nochmal auf die Runde zu setzen. So, auf geht's. Mit der Hotlap. Eins als 6-1. Schalte klar, 5-0, also 5-6. Halbe Sekunde nochmal drauf. Ich vermute, dass wir tatsächlich keine gute Runde hinkriegen.
definitiv nicht. Mit dem kaputten Reifen war, mit dem dreckigen Reifen war es nicht möglich. Bottas, ja, erster Schuss auf 7. Jetzt 5-0. There's only one lap of fuel remaining. Das ist halt nicht gut genug. Ich habe ein bisschen Glück, dass wir ein bisschen was da vorne noch kriegen, aber es wird ein kleiner Sprung nach vorne gehen. Platz 7, ja. Hey, das ist toll. Oh, ist das schlecht eigentlich, ist das schlecht. Ja, mein Gott, ey, ich bin schon komplett rechts. Ich war schon komplett rechts, aber der wollte nicht an dem... Schlechter erste Versuch. Ihr müsst euch nochmal versuchen, dass wir im zweiten Versuch nochmal einen ordentlichen Zeit gesetzt bekommen. Da fliegen die nächsten. Ich krieg's jetzt gerade nicht gebacken. To spend time repairing the damage to the car. So, naja. So far our fastest lap is a 1.6.5. Warum auch immer ich kaputten Flügel habe irgendwo. Platz 14, ey, was ist das für eine Scheiße? Schlechte Zeit. Was haben wir denn überhaupt gefahren? 1.5.0 muss die Bestzeit betragen. Wir haben momentan 1,65, also 1,5 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Das heißt, wieder so ein alter Muster zurückgefallen. We're 22nd in the speed trap, 323.3 kilometers per hour. Ja, abgesehen davon hatten wir die kaputten Reifen. Ja, momentan ist Ruhe. The car
settings screen on your multifunction display will allow you to change various settings as you drive. Open the display with the MFD button. You can then navigate up and down to the setting you want to change. Wer hast du der raus für diesen Magnussen? Mit einer P17. So, versuchen wir es nochmal irgendwie eine Runde zu setzen. Irgendwie muss es doch gehen. Es muss nochmal jetzt vielleicht ein bisschen mit Dusel. Vielleicht jetzt nochmal einen Sprung nach vorne zu machen. Bei Platz 14. Im Start ist natürlich alles andere als gut. Auch in Österreich wird es schwierig werden zu holen. So, auf geht's. Gerade bei Grosjean möchte ich unbedingt sehr ungern stehen. Gut, das ist mein Rivale, aber trotzdem. Naja, mal schauen. We have two laps of fuel remaining. 1,5 Sekunden müssen wir rausholen. Das wird nichts. Durch die Crash habe ich jetzt wieder gute Zeit verloren. Es wird einen guten Sprung nach vorne geben, aber es wird nicht reichen. Es wird 7. So, versuchen wir noch ein bisschen was rauszuholen. Vielleicht noch 1, 2 Plätze. Und dann bleibt's wieder liegen. Mann. Krieg ich nichts geschissen gerade. Ich muss noch mal eine Runde setzen. Das kann nicht sein. Nur mal einen Satz frische Reifen. So, 30 seconds left in the session.
gut um die Harnhalterung gekommen. Ja, jetzt zählt, jetzt ist es wichtig. Jetzt darf die Runde nicht nochmal weggeschmissen werden. Für den Po wird es nicht reichen, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Also es muss eine... Was muss, müsste schon einiges passieren, wenn ich was hole. Aber das geht doch, wir haben noch Zeit rausgeholt. Weil wir jetzt sauber durch die Kurven gekommen sind. Also wie wird's? Sechser. Naja. Nur mal ein Plätzchen gewonnen, aber es reicht nicht. Wir kriegen es nicht hin, einmal eine Bestzeit zu fahren. Die Pole bleibt uns momentan verwehrt. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Verstappen, Bottas und Sebastian Vettel. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Natürlich eine halbe Sekunde. Wie gesagt, wir haben es ein bisschen drücken können, aber sonst wären wir weit, weit hinten gelandet. Das hatte ich, glaube ich, 1,6,7 oder so. Boah, das wäre ja dann irgendwo vorletzte Reihe gewesen. Sechser ist es dann am Ende noch geworden. Das könnten wieder Punkte werden. Aber ich denke, ein Sieg wird es nicht werden. Dafür reicht einfach unsere Pace nicht. Naja. Okay, dann haben wir's. Dann haben wir's. Das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ja, ob wir die nutzen können, das schauen wir dann uns morgen um 14 Uhr an.